Boah, die Cassandra. Cassandra braucht Geld, ist eine Witwe, so, was haben wir hier? Ernesto da Silva, Fabrikbesitzer und Unternehmer. Sein Antrieb ist einzig und allein der Profit und er scheint wenig Geduld für Zeitverschwendungen oder leichte Unterhaltungen zu haben. Seine Direktheit, die manche sicherlich unverschämt finden würden, hat mich etwas erstaunt. Die Meinungen anderer Leute scheinen ihn jedoch offensichtlich nicht zu interessieren. Er ist ein alter Freund von Madame van den Bosch und war ein ehemaliger Geschäftspartner des verstorbenen Viscount. Major Felix. Ein ehemaliger Major der britischen Armee. Felix Hagen ist nicht nur mit Madame van den Bosch befreundet, sondern hat auch gute Beziehungen zu den ansässigen Gesetzeshütern. Obwohl er schon seit einigen Jahren nicht mehr in der Armee dient, glaubt er immer noch, dass er Autorität und Macht über andere ausüben kann. Ich will nur ungern eine unpassende Bemerkung über einen ehemaligen Offizier äußern, doch er macht auf mich einen sehr arroganten und aufgeblasenen Eindruck. In seinen Augen scheinen diese Charakterzüge wohl sehr positiv und passend zu sein. Ja, das ist eine sehr passende Beschreibung von dem. Wen haben wir noch? Florette kennen wir ja. Dann gucken wir mal hier. Gideon. Gideon Demir, der Verlobte von Mademoiselle Angélie, obwohl Englisch nicht seine Muttersprache ist, spricht er es äußerst fließend, was wohl auf eine renommierte Bildung zurückzuführen ist. Er machte auf mich sofort einen sehr charmanten und charismatischen Eindruck und scheint Mademoiselle Angélie aus ganzem Herzen zu unterstützen. Wirklich der perfekte zukünftige Ehemann. Gideon hat die erste Forderung bezahlt. Ja, das stimmt. Hugo Becker. Mir ist der Stolz, den Monsieur Beckers für seine Arbeit empfindet, auf den ersten Blick aufgefallen und ich kann es ihm auch nicht verdenken. Als Gewerkschaftsführer kämpft er für die Rechte der Arbeiterklasse. Ich kann ihn mir gut dabei vorstellen, wie er von seinen Anhängern eine feurige Rede zum Besten gibt. Jackie Conrad. Zuversichtlich, selbstsicher und intelligent. Drei Worte, mit denen sich Mademoiselle Conrad sicher auch selbst beschreiben würde. Sie steht an der Spitze ihrer Zunft, leitet eine Reihe von erfolgreichen Zeitungen und stellt sicher, dass auch jeder davon gehört hat. Sie hat nicht zugelassen, dass ihr Geschlecht sie bei ihrer Position einschränkt und es stattdessen als Waffe eingesetzt, die ihre Rivalen zu spüren bekommen, wenn man sie als schwache Frau unterschätzt hat. Zacharia Demir. Er ist freundlich und voller Leben. Wahrscheinlich würde er sich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit außerordentlich wohlfühlen. Er scheint außerdem auch eine besondere Liebe zu alkoholischen Getränken zu haben. Aber wer kann ihm das bei einer solchen Feier schon verübeln? Ja, das stimmt. Okay, das sind also die neuen Charaktere. Dann haben wir hier ja noch Hinweise. Finde heraus, warum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist. Ja. Gideon hatte eine der Zigarren des Majors. Der Major wollte sich beruhigen. Der Major wollte sich beruhigen? Ach so, ja, das könnte. Großartig. Sehr schön. Würde der Major wirklich eine körperliche Auseinandersetzung beginnen, nur weil Gideon eine seiner Zigarren gestohlen hat? Ja, doch, so sehe ich den schon. Gideon könnte eine Zigarre gestohlen haben. Mit Zacharia sprechen, um die Untersuchung voranschreiten zu lassen. Okay. Was haben wir noch? Lerne die anderen Gäste und decke ihre Verbindung zur Familie auf. Ja, da kann man auf jeden Fall was. Jackies Theorie über die Erpressung. Jackie will nicht über ihr Gespräch mit Hugo reden. Hugo und Jackie haben eine hitzige Diskussion geführt. Ja, und hier Hugo möchte keine genauere Erklärung abgeben. Jackie will nicht über ihr Gespräch mit Hugo reden, ja? Ein weiterer Erfolg. Ich habe nie an mir gezweifelt. Ich sollte noch einmal auf diese Diskussion zurückkommen. Irgendetwas kommt mir an ihrer beidseitigen Verschwiegenheit komisch vor.
Ja, wir müssten die mal irgendwie belauschen oder so, ne? Ich wüsste sonst nicht, wie wir an die Info kommen von dem Gespräch. So, die Diskussion zwischen Hugo und Jackie scheint bedeutsam zu sein. Ja. Was haben wir noch? Mit Hugo sprechen? Entschuldigung, Hugo. Was hier? Mit Margot sprechen? Margot sprechen, um die Untersuchung voranschreiten zu lassen. Okay, ja, er oder sie wird ja wahrscheinlich unten sein, ne? Aufenthaltsorte der Gäste. Nee, Ernesto ist von Cassandra angetan. Was? Ich habe noch niemanden die Madame bei ihrem Vornamen rufen hören. Noch nicht mal als Versprecher. Okay. Ja gut, ich meine, die passen ja auch irgendwie zusammen, ne? Er gefühlskalt und sie noch gefühlskälter. Oder einfach nur böse, ich weiß es nicht. Ernesto hat der Familie geholfen, das ist sogar ein Ausrufezeichen. Der Major unterstützt die Familie, das ist auch ein Ausrufezeichen. Dann verbinden wir das mal. Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu formen. Mhm. Man kann nur ein gewisses Maß an Hilfe annehmen, bevor man in die Abhängigkeit abrutscht. Wobei könnte die Familie immer noch Hilfe benötigen. Naja, bei Geldgeschichten, ne? Die sind doch Dauerpleite. Die Familie braucht immer noch Hilfe. Ja. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt erstmal in den Salon, damit wir noch die anderen Gäste kennenlernen können. Mal schauen, mit wem wir es da noch zu tun bekommen. Jetzt haben wir ja erstmal drei, ne? Plus dem Zacharia. Ich weiß nicht, der Gideon wird ja wahrscheinlich nicht als Gast zählen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. So. Das heißt, wir müssten ja jetzt noch, wenn es wirklich 7 Gäste sind, müssten wir jetzt noch 3 antreffen im Salon. Oder, ja gut, wir zählen wahrscheinlich dann auch noch als Gast, ne? Dann werden es wohl nur 2 sein. So, dann schauen wir uns doch erstmal um. Ach nee, da ist die Cassandra. Ah. Juhu. Ah. Es ist durchaus verlockend, meine Finger über die Tasten fliegen zu lassen, doch ich werde mir diese Blamage lieber ersparen. Na gut. Wer ist das? Achso, Margot. Cassandra, Zacharia. Okay, das heißt, mit uns sind es 7 Gäste, ja? Na gut, Zeitungen. Neuigkeiten zu den andauernden Fabrikstreiks. Arbeiter verlangen eine faire Behandlung von Jacqueline Conrad. Mhm. Hm. Aha. Ein loderndes Feuer. Ich könnte Stunden damit zubringen, die Flammen zu starren. Fenster. Der gefallene Schnee hat das umliegende Gelände in eine wunderschöne weiße Decke eingehüllt. Okay. Was haben wir noch? Ne? Ah, da ist noch eine Flasche. Eine ziemlich große Flasche mit Alkohol, bereits halb geleert. Warum befindet sich eine halbleere Flasche ohne Gläser auf der Theke? Naja, weil Zacharia in der Nähe ist, würde ich mal vermuten. Monsieur Demir, so treffen wir uns wieder. Ja, hallo. Ich hab's dir doch gesagt, nennen Sie mich einfach Zack. Haben Sie Ihr Zimmer eigentlich gefunden? Natürlich, Zack. Das habe ich. Und es ist wahrlich eine bezaubernde Unterkunft. Ich glaube nicht, dass ich die gleichen Worte für mein Zimmer wählen würde. Aber wenn ich genug trinke, spielt das eh keine Rolle. Okay.
Ich muss mich für meine vorherige Unhöflichkeit entschuldigen. Ich habe Sie gar nicht danach gefragt, wie Sie die Familie kennengelernt haben. Ach, das ist schon in Ordnung. Meine Meinung scheint Sie zumindest zu kümmern, was man von den meisten anderen hier nicht behaupten kann. Ich bin der ältere und hübschere Bruder des Verlobten. Ja, habe ich doch gewusst, dass die Brüder sind. Oh, oui. Jetzt erkenne ich die Ähnlichkeit. Wie wundervoll, dass Sie diesen Moment zusammen mit ihm feiern können. Ah, da hört es für mich auch schon auf. Das einzig Wundervolle an dieser Feier ist die Tatsache, dass es kostenloses Essen und Getränke gibt. Hm. Sie freuen sich nicht für Ihren Bruder? Ach, Angeline scheint nett zu sein, aber das Heiraten an sich ist einfach nichts für mich. Was gewinnt man denn schon davon, wenn man sich für den Rest des Lebens an eine einzige Person kettet? Außer natürlich einen Haufen Geld. Aha, ja, das stimmt schon. Was tun Sie beruflich? Es scheint mir so, als würden alle Gäste hier über eine gute Vermögenslage verfügen. In letzter Zeit herzlich wenig. Zumeist habe ich einfach nur Spaß. Früher war ich ein Sanitäter im Militär. Doch diese Tage liegen hinter mir. Das ist schon merkwürdig, ne? Er irgendwie hier Sanitäter im Militär und sein kleinerer Bruder ist irgendwie Fabrikbesitzer und hast du nicht gesehen. Eine ehrenvolle Anstellung. Sie wollten diesen Beruf nicht zu Ihrer Karriere machen? Die Entscheidung darüber lag nicht bei mir. Aber ich versichere Ihnen, dass ich das Schlachtfeld wirklich nicht vermisse. Ich frage nur ungern, aber wie geht es Ihrem Bruder nach seiner Auseinandersetzung mit dem Major? Es geht ihm sicher blendend. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Er ist immer der Ritter in strahlender Rüstung, der den Tag rettet. Hm. Was hat den Tag denn bedroht, dass er dieses Mal gerettet werden musste? Na ja, wenn Gideon der Ritter in diesem Märchen ist, dann ist Felix der Drache. Felix der Major. Er denkt immer zu, dass er besser ist als alle anderen. Hm. Und das nur, weil er ein Major war. Wir wissen alle, wie er an den Posten gekommen ist. In seinen Augen hat er sich dadurch den Platz an der Spitze der Nahrungskette verdient. Ja, und wenn jetzt dann General vorbeikommt, oder war ist ein Major mehr als ein General, oder wie war das? Na, ist ja auch egal. Aber sich über sowas Es scheint so, als gäbe es ein Gefühl der Feindseligkeit zwischen Monsieur de Mire und dem Major. Eine Feindseligkeit, die nicht aus lediglich einer Feier erwachsen ist. Hm. Es ist wirklich eine Schande, dass die Dinge wegen einer einfachen Zigarre so aus dem Ruder gelaufen sind. Gideon meinte, sie gehörten dem Major. Ich hätte ja nicht ahnen können, dass er selbst eine von ihnen so sehr vermissen würde. Ah. Dann waren Sie es also, der die Zigarre genommen hat? Ich? Ja, du. Hast du gerade gesagt. Okay, Detective, Sie haben mich erwischt. Ich war der Zigarrendieb. Aber ich hatte noch nicht einmal die Chance dazu, sie anzuzünden. Gideon hat sie mir einfach aus der Hand gerissen. Ich bin mir sicher, dass er sie einfach hätte ersetzen können. Und als der Major dann Monsieur Gideon entdeckte, wie er die Zigarre in der Hand hielt, nahm er an, dass er die Zigarre entwendet hatte. Es war alles ein Missverständnis. Warum kam es dann also zu der Auseinandersetzung? Ja, weil da noch mehr dahinter steckt. Da ist ja irgendwie so ein unterschwelliger Hass zwischen denen, oder? Also kommt es mir vor. Der Major meinte ja auch so ein bisschen, dass er auf Angeline ein Auge geworfen hat, oder wie? Vielleicht ist es besser, wenn ich mich jetzt verabschiede. Ja.